Moin! Seit über einem Jahr stolzer Besitzer eines Pelletsofens, würde ich ihn nochmal kaufen? Oder war die Anschaffung ein Flop? Hätte ich vielleicht doch lieber einen stromlosen nehmen sollen? Das ist die Frage. Erstmal, wie nutze ich den? Ich habe hier mein Studio. Das ist so eine Art Doppelgarage, die ausgebaut ist zum Büro. Und wenn ich nicht gerade auf meinem schwimmenden YouTube-Studio bin, dann bin ich halt hier. Und ich habe hier einen Pelletofen. Und ich habe hier diesen Pelletofen. Das war für mich die einfachste Geschichte, hier Wärme reinzubringen, ohne dass ich großartig irgendwas umbauen muss, irgendwie eine Wasserheizung hier reinbauen muss. Ich habe lediglich einen Schornstein angebaut, ein Loch bohren lassen und habe halt den Ofen hier reingestellt und noch diese Bodenplatte gekauft, damit, wenn man die Tür aufmacht, hier der Teppich nicht gleich angesenkt ist. Ist auch vom Schornsteinfeger alles abgenommen. Ja, das ist halt hier ein riesengroßer Raum, der geheizt wird. Die Decke ist auch nicht ideal gedämmt, aber der Ofen macht einen super Job. Ich habe es innerhalb von einer Viertelstunde hier komplett alles warm drin. Und ich verbrauche ungefähr einen halben Sack Pellets auf 12 Stunden. Ja, man könnte auch mit einem Viertelsack hinkommen, wenn man es nicht so warm hat wie ich. Ich habe es jetzt hier gerade 24 Grad drin und ich mag es halt wirklich gerne heiß. Es gibt stromlose Pelletöfen, die mit einer Mechanik funktionieren. Es gibt elektrische Pelletöfen. Vom Kostenfaktor her kommt das immer drauf an, es ist ungefähr gleich. Wir haben hier in der Saison, habe ich jetzt mal ausgerechnet, 60 bis 70 Euro Stromkosten auf 4 bis 5 Monate gerechnet. Haben den Vorteil, dass wir einen Timer haben. Das heißt, wir können hier auch Wochentage einprogrammieren. Der geht morgens völlig autark an und abends auch völlig autark wieder aus. Was natürlich wichtig ist, er piept sofort, wenn irgendwas ist, ne? Also jetzt hat er hier keinen richtigen Druck mehr drin, das merkt ihr. Auf jeden Fall müssen wir zwischendurch natürlich die Aschebox, das reicht, wenn wir die einmal im Monat leer machen. Da kommt wirklich nicht viel Asche zusammen. Aber auch hier den Brennkorb zwischendurch einmal sauber machen. Den Brennkorb soll man wirklich einmal die Woche sauber machen. Und ansonsten hatte ich bis jetzt nie Probleme damit. Das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Bei den Stromlosen ist es so, wir müssen da morgens so einen Anzündknäuel reinpacken unten. Pellets anmachen ist auch kein Drama. Und haben halt den Vorteil, dass wir völlig autark sind. Das heißt, auch wenn kein Strom da ist, einen funktionierenden Ofen haben und dass wir auch keinen Strom überhaupt brauchen, kein Lüfter, der läuft. Natürlich verteilt sich die Wärme nicht so gut, dafür haben wir aber auch nicht so viel Lautstärke. Ich habe mich für den elektrischen Pelletofen entschieden, weil ich natürlich halt möchte gern, dass er wie eine Heizung anspringt und ausgeht und Temperatur regelt und so weiter, was man mit so einem manuellen Pelletofen natürlich nicht kann, der mit so einem Uhrwerk quasi funktioniert. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte. Klar, der brummt mal ein bisschen, man hört den Lüfter ein bisschen laufen. Und das hat man natürlich beim stromlosen Pelletofen nicht. Also ob ich mir so ein Teil ins Wohnzimmer stellen würde, das wage ich zu bezweifeln. Hier geht's, wenn ich Tonaufnahmen mache, kann ich ihn nochmal kurz ausschalten. Aber im Wohnzimmer würde ich mir so ein Teil nicht direkt reinstellen. Anders sieht's aus im Flur. Im Flur oder im Treppenhaus und so weiter. Da kann man das Ding super reinstellen im Haus. Aber im Wohnzimmer würde ich doch zu einem stromlosen greifen. Da ist A, die Flamme nicht so zappelig. Man sieht das ja, wir haben ja hier eine relativ zappelige Flamme. Dadurch, dass unten unser Ventilator quasi mitzieht, das haben wir beim stromlosen Pelletofen nicht so. Hat also alles Vor- und Nachteile. Eigentlich gibt es ja noch eine Fernbedienung mit zu, die liegt aber unbenutzt oben im Regal. Wir können hier natürlich die Flamme einstellen, Low, High, Medium. Ich habe es meist auf Medium oder Low stellen, weil er wirklich gute Hitze macht hier. Wir können die Zeiten einprogrammieren und so weiter, können hier die Temperatur hochdrehen. Der regelt dann automatisch, wenn die Temperatur zu hoch ist, auch runter oder schaltet sich kurzzeitig sogar ganz ab. Das macht natürlich ein stromloser Pelletofen nicht. Auch wenn ein mit Strom laufender Pelletofen beim Kauf oder beim Verkaufsgespräch vielleicht ein gutes Bild macht, kann es sein, dass er natürlich mit der Zeit sich zusetzt und dann trotzdem noch Geräusche entwickelt. Das solltet ihr auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Habt ihr natürlich den Fernseher laufen, dann merkt ihr das Ding gar nicht. Muss man immer wissen. Die Dinger selbst, die kosten ja auch nichts. Ich habe den hier, gibt es bei Amazon, Link habe ich euch unter dem Video mal in die Infobox nur reingepackt. Ich glaube, ich habe dafür 300 Euro, 400 Euro, 600 Euro, irgendwie sowas rundherum bezahlt, ohne Mehrwertsteuer. Und hat ein Gebrauchgerät gekauft. Da gibt es auch Gebrauchgeräte. Das ist jetzt ein, was war das, 11 oder 12 kW, glaube ich. Da gibt es natürlich auch die Stromlosen. Könnt ihr ja unten selber mal gucken. Ich habe auch meinen Schornstein, habe ich auch da online gekauft. Da habe ich, glaube ich, nochmal 200 Euro für bezahlt. Ich würde den Alex ein bisschen länger nehmen. Das ist zwar so für den Schornsteinfeger völlig okay, aber der Schornsteinfeger hat gleich gesagt, es kann sein, dass das nicht genug zieht. Weil das sind jetzt 4 Meter. Und ich sollte da nochmal ein 2-Meter-Stück raufsetzen, wenn der nicht richtig zieht. Umso länger, umso besser zieht's. Und das kann halt mal sein, wenn das System nicht richtig sauber ist, dass es dann auch morgens halt nicht anspringt und er sich dann wieder abschaltet. Weil
halt nicht genug Zug da ist. Ist viel Wind, geht es immer gut, ist Windstille, ist immer schlecht. Und, aber das kann man immer noch nachträglich erweitern, so wie man möchte. Man muss sich sofort einen 100 Meter Schornstein kaufen. Das Befüllen ist auch ganz easy. Hier oben haben wir unser Fach. Wir sehen, das ist jetzt auch fast leer. Und wenn das dann zu Ende ist, dann geht der Ofen auch aus. Kommen wir, wie gesagt, 2, 3, manchmal, wenn es hochkommt, auch 4 Tage mit hin. Je nachdem, wie das Ding in Einsatz ist oder, ne? Das System ist eigentlich ganz easy. Die Pellets, die hier oben drin sind, die gehen durch eine Förderschnecke, fallen die hier unten rein. Von unten wird noch Luft reingepustet und von oben hier hinter sitzt auch nochmal ein Ventilator. Die Luft geht dann natürlich hier oben lang, über so ein Prallblech. Hier oben sitzt der Ventilator, der dann die heiße Luft in den Raum reinpustet. Was ich besonders gut finde, links und rechts, oben drauf wird es nicht so heiß, dass man sich gleich die Hände verbrennt. Natürlich hier vorne die Scheibe ist mega heiß. Der Hund liegt am liebsten neben dem Ofen, weil es natürlich richtig schön warm ist. Aber ich würde sagen, gucken wir uns erstmal die Pellets an. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die holen sich eine ganze Palette Pellets. Und hier, das ist mal das Gebäude von außen. Das ist wie gesagt eine Garage. Das ist hier von innen zugemacht. Und da drin ist halt das Büro, ist ein extra Haus für sich. Hier ist mein Pelletwagen. Ich hole normalerweise immer so 5 Sack. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr geholt, 10 Sack. Und ein Sack kostet im Schnitt 4,50. Es gibt wahrscheinlich noch bessere Pellets als diese hier. Und es gibt welche mit Wachs und so weiter und die nicht stauben. Aber diese hier funktionieren einfach und kosten 4,50. Ich kann mir eine Palette bestellen und komme dann auf einen Sackpreis von 4,30 €. Und die 20 Cent pro Sack, das lockt mich jetzt nicht, dass ich meinen Platz hier verschwende. Nachher Wasserschaden habe oder irgendwelche Ratten da drin habe. Und ich krieg's nicht so viel günstiger geliefert. Und deswegen hole ich mir das sackweise. Mal 2 Säcke, mal 10 Säcke, mal 5 Säcke, so wie ich gerade Lust habe. Und komme da halt meine gewisse Zeit mit hin. Lennox, geh mal runter hier. Komm, ab. Ich nehme diese Pellets, weil diese schnuckelige Frau da drauf ist. Nein. Ja, was steht hier drauf? Das sind A1 EN Plus und 15 Kilo Säcke. Die machen warm und ich konnte da jetzt nicht großartige Unterschiede feststellen. Ja, es gibt welche, die vielleicht ein bisschen mehr bröseln oder irgendwie ein bisschen mehr Hitze machen. Aber deswegen fahre ich nicht 50, 70 Kilometer zum nächsten Baumarkt oder bestelle mir auch keine Palette, die dann hier nass ist oder von Ratten zerfressen ist. Muss jeder selber wissen. Na klar, ich könnte mir auch einen Holzofen reinstellen. Da habe ich aber das Problem, ich muss wieder Holz hacken, Holz besorgen und so weiter. Das kann ich vielleicht klar günstiger kriegen. Aber meine Arbeitszeit und meine Zeit ist mir wertvoller. Und ich mag es halt gerne mit Holz. Ich mag diese Strahlungswärme gerne. Ich könnte natürlich auch hier eine Dieselheizung reinmachen, die, wie ich auf dem Schiff habe, so wie so eine Standheizung. Und dann habe ich das auch schön warm. Aber ist für mich, ein Ofen ist einfach ein Ofen. Man kann das easy handeln und es ist einfach einzustellen. Man muss natürlich gucken, dass man vielleicht die Pellets nochmal, wie viele Pellets da reinfallen, in welchem Modus, im High, Low oder Medium Modus. Das muss man ein bisschen nachjustieren, auch wie der Schornstein zieht. Das ist am Anfang ein bisschen Gefummel. Da müsst ihr mal euren Schornsteinfeger fragen oder selbst ein bisschen ausprobieren. Aber ansonsten finde ich es eine super einfache und geniale Sache. Zubehörteile habe ich euch unter dem Video verlinkt, wer sich für interessiert. Ihr solltet halt darauf achten, stellt euch das Ding im Wohnzimmer. Es ist halt ein bisschen laut. Nimmt einen Ambiente-Ofen, hätte ich fast gesagt. Also einen, der ohne Strom funktioniert. Und ansonsten würde ich halt für die Gemütlichkeit einen Holzofen nehmen zum Heizen, einen Pelletofen. Man kann den auch mit Wasserführung kaufen und hat so das Wasser gleich schon vorgeheizt. Also eine super geile Sache in meinen Augen. Das war mal ein kurzes Update, weil viele nachfragten. Ihr dürft ein Abo da lassen. Sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Paul Kramer vom Videocheck. Warme Grüße vom Ofen. Ciao.